Weißt du, ich beherrsche mich im Spiel kein Mori aus, ne? Aber sie gleich. Solange der Spaß bei Dante endet, ist alles gut. Oh, nehme ich jetzt zum Schluss. Das kann man jetzt echt böse meinen. Ach, Quatsch. Schutzwald, ja, wir haben jetzt so viel Schutz. Hey, Sani. Alle im Wald, jawohl. Es ist Lollipop. Dante. Ja. Beschützt du mich? Wenn du mich beschützt? Ich muss da mal was gucken. Also ist, Max! Ist der Radius größer geworden? Von dem Gesang? Keine Ahnung. Das musst du dir unbedingt abgewöhnen, hier Sachen hinter den Leuten hinterherzuschmeißen. Aber das warum denn? Das macht doch gerade so viel Spaß. Nein, macht es nicht. Aua. Doch. Macht es. Nein. Doch. Ich hab schon wieder so einen Kopfjucken. Was war der Scheitel nicht gut, den ich dir gezogen habe? Oh, hör mal. Der war viel zu kurz. Erste Mal nie passiert. Das hörte sich gut an. Na komm her. Oh Gott, ich bin so außer Übung. Ich verwickel und sogar vergisst. Überhaupt. Hast du deine Masturbationsübung etwa vergessen? Was ist das denn? Niki kann dich da fantastisch dran darüber aufklären. Besser nicht. Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob er deine Shani. Grenzen geht. Weißt du, was ich gerade so für ein verdammtes Problem habe? Ich höre Lollipop bei meiner Frau summen und dadurch weiß ich nicht, ob es bei mir am Summen ist. Das ist voll geil. Das ist natürlich schlecht. Shani. Nein, ich war das nicht. Nicht? Da musst du mich mit jemandem verwechselt haben. Ach, mit wem denn? Der weiß ich noch nicht. Oh, ich glaube, ich mach die gerade sauer. Scheiße. Sogar, oh, ich liebe dich. Ich dich auch, Shani. Ich hab dich zum Fressen gern. Das tat aber weh. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, Shani hat's mit der Axt zu tun bekommen gehabt. Ein bisschen. Ich brauche Mediziner. Okay. Noch getrocknet jetzt halt auch länger, ja. Ja. Na gut, dass kein Feuer hier in der Nähe ist, sonst würde ich noch geräuchert werden. Geräuchert, das hält sich länger. Deswegen ja. Na, wer hockt denn da? Hallo, Max? Keiner! Geh! Such dir ein anderes Spielzeug, Mann! Stell mir das gerade vor, wie sie mit Wattebäuschen ruft. Ja, das tut sie ja, aber diese Hackebäuschen. Extra für euch. Nein, er ist in Wirklichkeit nur gestolpert. Ach so. Oh, Mama. Hör mal, Shani, musst du mal wieder üben? Ja. Bin 29, weiß ich. Mhm.
Ich spiele Spider-Man. Sag mal, Max. Sag mal, Schatz. Oh nein. Na, Dankeschön. Oh, es geht mir nicht so gut. Ach! An was hast du da festgestellt, Max? Ich weiß nicht. Diese zwei Löcher in der Brust vielleicht. Solange es nur zwei sind und nicht drei. Wo kommen die denn her? Ja, ich weiß auch nicht. Max, du läufst mir aber auch immer vor die Flinte, ha? Nein! Oh doch. Okay, es ist vor die Axt, hast recht. Hey, das ist ganz schön riskant, du. Alles gut. Alles richtig gemacht. Ja, ja, aber trotzdem. Oh nein, jetzt am Morgen. Ja, deswegen ja. Deswegen sag ich ja, es ist ganz schön riskant. Alter! Max, du bist ganz schön am Zucken, du. Ich weiß ja, ihr lebt gerne gefährlich, aber findet ihr das nicht ein bisschen zu gefährlich? Was? Naja, so vor meiner Nase und vorbeirennen. Nee, das war ja Ellie nie. Nein, das war Dante, das war genau gesehen. Ja, klar. Das war immer, dass er gerne hinterher schleicht. Der steht halt auf meinen Arsch. Oh Mann, Max, es tut mir leid. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Genau, da tritt doch ruhig doch drauf. Ich hab das gesehen. Was? Ich wollte nur überprüfen, ob du auch wirklich tot bist. Man kann ja, so eine Axt im Kopf ja doch schon mal unter Umständen überleben, ne? Hast du nochmal mit dem Stock ins Auge gepiekt, mit ja. Mit Riesenblockett, meinst du? Ja. Die blöde Kuh. Erstmal wieder einen neuen Gen suchen. Max ohne Grund gerettet dadurch. Schon wieder verstorben. Gar nicht gut. Muss eine Grabrede halten. Na dann halte mal. Wenn ich es überlebt habe. Du rennst dich da schon wieder hin, oder? Was? Ich krieg dich wieder hin? Nein, du rennst da jetzt nicht schon wieder hin. Nein. Lieber Max, es tut mir leid, dass du verstorben bist. Shani! Oh Mann! Dich doch richtig gesehen. Keine Angst, Max, ich werde nicht nochmal deine Leiche schänden. Ja. So gemein wollte ich dann doch nicht sein. Du hast aber auch ein bisschen das Gefühl, als du da drauf gestanden hast, dass das irgendwie gewirkt hat, wie Freudentränen. Ich hab gedacht, du hast sie nicht gesehen. Nein, 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 nein. Da hat sie Max abgeschlachtet. Oh, ja. Halt. Meter Gefatter. Ach, bevor ich das vergesse, ne? Apropos Max abgeschlachtet. Das war ja nun deine Frau. Ich würde mal sagen, ich wünsche dir heute Nacht eine gute Nacht. Okay. Ist mir nur gerade so eingefallen. Scheiße. Meisterweise jetzt blutdurstmäßig gestillt wurde. Naja. Nee, ich finde Blutdurst sagen, kann man nicht stillen. Tropfen auf einen heißen Stein. Ah, fast, 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 fast. Bei mir auch fast. Ja, mein Gen ist fast fertig. Jetzt läufst du erstmal.
Ich laufe ja. Ich bin schon weg. Das ist der Gen bei Shani. Kommt wieder. Nein, hier nicht. Hier nicht. Nein, Heli. Doch. Das hast du gut gemacht. Tante, los. Zeig's Dankeschön, hier. Dankeschön, Dankeschön. Mein Bestes gegeben. Wieder. Ja, wenn man jetzt nur wüsste, wo sie ist, ne? Nur sie ist da, das weiß ich. Er ist ja nicht doof. Ich guck ihn doch zu. Und wenn du kilometerweit rumtreibst. Na. Nicht? Bitte nicht auf der Entfernung, ja. Warum denn nicht? Hallo Schatz. Das ist so eine Scheiße, weil ich das hier so höre, weißt du? Von ihr die ganze Zeit den Sound und dann. Boah. Den Heartbeat, den höre ich erst so spät. Danke, Shani. Bitte. Na. Shani! Hier hinter mir ist die Tür. Ich habe gerade überlegt, ich könnte eigentlich für dich mal versuchen, einen Song zu schreiben. Na, versuch was anderes. Ein Song für mich? So was? Was? Ein Song für mich? Ja. DJ, sterben ist schön. Sterben ist schön, ja. Geh bald raus. Dankeschön, Shani. Ah, eine Runde noch, komm! Oh. Ja. Oh, die kommt hinterher. Ja, guckst du blöd, wa? Wieso? Nee. Oh, jetzt ist gesperrt, jetzt hab ich nicht mehr, verdammt. Ich brauch ein anderes Loch. Das Türchen ist gleich auf. Das Türchen ist ja, das könnte schon längst offen sein, sag ich ja. Shani hat mich vorher netterweise noch geheilt. Ich weiß bloß nicht, wo du bist. Am anderen Tor. Ah, also das andere Tor ist auch. Ich weiß gar nicht, wo das andere ist. Ich auch nicht. Ich habe gerade andere Probleme. Ja, wenn ich dich jetzt sehen würde, ich habe meine Frau gesehen. Läuft sie dir immer noch hinterher? Nee, ist gerade hinter Shani her, würde ich jetzt sagen. Na, Schnuckelchen. Du bist aber einer sauer. Ach, was. So, wo war jetzt das andere Tor? Scheiße. Ach, nö, Schatz. Ich wollte doch nur netterweise jetzt das Türchen hier auch noch öffnen. Nicht das. Hui! Okay, dann laufe ich eben zum anderen Tor. Tja, gut. Na dann lauf. Nicht, dass ich dich noch vorher erwische. Alter, nimm die Beine in der Hand! Nimm welche, sie! Welche Beine? Ich hab keine mehr. Du machst jetzt schon Sackkampf, ne? Die ist hinter mir! Er läuft doch nicht. Ja, du bist nicht recht. Ja, natürlich, ich weiß doch, wo das Türchen ist, aber sie hat mich geschlagen! Ich bin hinter dir. Dankeschön. Uff! Wieder Falter. Alter. Uff!